Unten im Laboratorium muss es ein Gegenmittel geben. Kommt, wir werden es finden. Kopf hoch. Unten im Laboratorium. Ja, ja, komm, dann lauf mal. Dachte mir eh schon halber, dass es da irgendwas Wichtiges noch geben muss. Wäre zu schön gewesen, war es. Wenn ich jetzt schon zu Ende bin, muss man dann damit irgendwann. Kann ich das Schloss vielleicht haben? Ich würde sogar upgraden. Ich habe genügend Geld dafür, glaube ich. Also ein bisschen zumindest. So 4 Millionen. Bisschen mehr. Mag viel mehr das auch nicht kosten. Das finde ich ja auch. Oh Gott, bedenken wir so 500.000 Upgrade. Ich würde heulen. Vor allem muss da irgendwie einen Nutzen draus sein. Das Geld muss irgendwo. Das muss ja rauskommen. Vor allem noch in relativ nahem Abstand zum Spielverhältnis. So, machen wir gleich mal kalt. Ja, 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 Fresse. Stellt euch euren Untergang. Nö, mach ich nicht. Stell du dich deinem Tod, mein Freund. So, ist ja gut, ne? Jo. Weiter geht's. Ach, guck mal, es sind drei Stück von denen. Kann ich schon wieder? Ne, kann doch nicht. Hab nur einen? Nö, einer ist langweilig. Das ist der andere. Jetzt wird's interessant. Hä? Ach, das ist irgendwie komisch hier. Ich brauch bessere Chakrams, ohne Witz. Macht fast kein Damage mehr bei denen. Oh, Alter. Jetzt reicht's aber. Sag mal, ich krat viel aus. Ist ja übel. Dodge dich jetzt kaputt. So, guck, bist du tot. Müssen brauchen echt mehr Damage, du. Vor allem, was der aber nett macht, ein Damage. Übel, Alter. Das würde ja Millionen dauern, bis er den kalt hätte. Ach, jetzt komm, hau drauf. Mach den Typ kalt. Danke. Was ist eigentlich genau für... Status... Effekte... Fluch der Seelenbildung. Solange du unter dem Schwächefluch siehst, wird dein maximaler Mandrasch reduziert. Ach, 50%, okay, das ist natürlich heftig. Das funktioniert ja alles gut. Ah, oh, echt jetzt? Müssen die Dinger noch Banner? So. Seelenbildungselixier trinken. Ja, in Arbeit. Konsumgut. Zuweisen. Meister of the Deepest List. Hä? Willst du mich verarschen? Gegenstände? Ist es da drin? Komisches Auge. Puppe, Puppe. Ja, da ist es. So, perfekt. Gut, jetzt können wir da gehen. Traumhaft. Zig Trilliarden Kilometer rauslaufen. Zu General Finn zurückkehren. Ja, und hier geht natürlich wieder keine Schnellreise. Oh, Mann, wie könnt ihr mich so lange laufen lassen? Ich hab's noch mit dem Fuß, du. Tut dir echt Not. Irgendwas müsste ganze Spielste VR oder sowas, ne? Oh, Skyrim VR. Boah, ein bisschen im komischen Apparat drin, wo du selber laufen musst. Holy shit. Da gehst du aber schwer in den Arsch, du. Geradeaus weiter. Boah, das wäre natürlich. Bedenk mal, du läufst die ganze Strecke in Skyrim selbst. Das wäre so pervers. Wäre eigentlich mal interessant, warum das einer wirklich knallhart durchzieht. Wie komme ich denn da bitte rein?
Ist ja doch nirgends ein Hebel oder sowas. Oder? Echt komisch. Ja, Stapelkinder, alles gut. Genauso wie hier. Ah, shit, ich würde schon sagen, da ist was. Warte mal, ich rede mal mit ihr. Ich weiß, ihr werdet nicht bleiben. Aber es ist schön, zumindest für kurze Zeit Gesellschaft zu haben. Okay. Lebt wohl. Ja, gerne. Tschüss. Gibt es einen Generalhebel, den ich übersehen habe? Und die werden jetzt eh nicht drin sterben? Ich denke ja. Das gibt's doch nicht. Das scheiß Tor nicht aufkriegt, das nervt jetzt. Ich würde die gern freilassen, aber. Sieht nicht, wie es aussieht. Aber es gibt echt irgendwo einen Hebel. Ich habe den voll übersehen. Aber map-technisch, weil da ist Conny. Irgendwo muss es ja was geben. Oder vielleicht muss man die erst noch befreien. Vielleicht kriegt man noch einen Schlüssel und gibt eine Mission dafür. Bla bla bla. Müssen hier wieder her zurück. Eine Kiste. Mich würde es aber nicht wundern, wenn es so wäre. So. Zip. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Yay. Kanalisation. Halt, warte, da kann man abkürzen, sehe ich gerade. Ja, ich nehme dich auch noch mit. Jetzt komm her. Hier. Inventar voll. Ja, schön. Verpiss dich. Hä? Komm ich da runter? Achso, das ist hier. Ich kann da gar nicht runter. Oder? Doch, kann ich hier runterspringen? Nee, kann ich nicht. Jetzt müssen wir weglaufen. Echt jetzt? Ach nö. Leck mich. Ich hätte auch einen anderen Weg rausgehen können. Ach. Halt die Fresse. Müssen wir erstmal kurz das Mint. Wartet mal. Die sind da. Was ist da? Finn zurückkehren. Das müssen wir noch machen. Weltkarte. Antils Lager. Ja. Dann müssen wir jetzt gleich nochmal. Waffen primär. Bla 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 bla. Chakram. Der Rest wird Arschrott sein. Kurz noch Rüstung nachschauen. Helmchen 184 bringt uns nichts. 129 bringt uns nichts. Bringt uns auch nichts. Bringt uns auch nichts. Bringt uns auch nichts. Brust, Brust, Brust. Robe, Robe, Robe. 257. Ah, 20 plus Rüstung. Warte mal, was haben wir jetzt? 524. Hehehehe. 14 Mana. Mana Rack. Mana Rackhammer, stinkt mir natürlich, das bringt aber nichts, kein Knicker. Hände, Beine braucht man nicht, Füße bringt uns auch nichts. Kann man nicht nehmen, kann man nicht nehmen, kann man nicht nehmen, Schild ist auch egal, bla bla bla, gut. Dann kann man den ganzen Shit verkaufen, das war doch der sogar. Ihr kommt mir bekannt vor. Ihr scheint auf Schloss Ancilla für großen Aufruhr gesorgt zu haben. Ja. Seit ihr durch dieses Rohr geschlüpft seid, beobachte ich die Panik der Stadt. Gut gemacht. Ihr habt meinen ewigen Dank. Wirklich. Nur wenige hätten getan, was ihr getan habt. Es wäre eine Ehre gewesen, in Melsentia an eurer Seite zu kämpfen. Bitte nehmt diesen Schild. Er ist das Einzige, was sie mir nie nehmen konnten. Ihn und meine Würde. Gut. Ich wünsche euch viel Glück. Hallo? Hallo, achso, ich hätte euch gerne handeln oder so, aber war aber nichts. Okay, dann vergesst das mal schnell. Einkaufen und Heilung. Ja. Rudis Lager war es halt dann. Passt auf euch auf. Wunderbare. Hallo. Ich kehrte zurück, um diesen Brief zu finden. So, weg mit dem Scheiß. Ja, ach Gott, weil ich es geklaut habe. Meine Fresse. Ja, ist chill. Ja, schlimm mit euch. Echt eine Katastrophe. Den will ich nicht verkaufen. Der kann weg. Ja. Das kann weg, das kann weg.
Die können weg. So, und das war's dann auch schon. Jetzt, wo ich einen Beweis meiner lebt wohl. Schnauze. Einzellager, ja. Leute, mir ein Schild geben. Ist richtig im Kopf. Hallo. Hä? Was ist mit ihr? Habt ihr welche gefunden? Ich schwöre euch, wenn meine kleine Schwester hier wäre, würde sie noch... Ja, mir fehlen noch welche. Ist nicht schlimm. Gebietskarte, so. Wildkarte, Schloss Anzilla. Luft der Ach. Hitze. Ja, weil wir im Außenteil noch nicht waren, ne? Na, fickin' you. Mann, ich hab gewusst, ich hätte die andere Seite nehmen sollen. Verdammt. Oh. Egal. In da kommen wir so nicht rein, weil die Tür verriegelt ist. Ey, dann eulig, Mann. Dann rasch ich echt aus, ey. Da dreht durch. Dann schlag ich das Spiel. Ja, vor allem muss ich jetzt den Hauptweg lang. Ey, das ist ein richtig langer Weg jetzt. Ah, heilige Blöre, du. Das gibt's doch nicht. Du, das ist nur, dass es so umständlich ist, du. Hätte ich das gewusst, ey. Da hätte ich was anderes gemacht. Ja, müssen wir da kurz noch unterlang. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klopf, klopf. 12 Bims. Ja, ihr seid jetzt alles so tot von hier und im Witz. So, die haben schon mal ausgemerzt, das ist wichtig. Nix da. Wie war das denn noch? So, habt ihr's jetzt? Meine Fresse, ist ja lässig mit euch. Ist echt schlimm. So, nehmen wir den Shit wieder mit. So, was haben wir hier denn noch? Zum Huffeld reisen. Okay. Kommen wir da jetzt auch so rein? Ja, das geht. Was ist mit dir? Hallo? Hallo? Ihr habt den Schlüssel. Wunderbar. Habt ihr Hillerith gesehen? Wie sah sie aus? Oh, dafür ist jetzt keine Zeit. Ihr müsst die Klingen und das Siegel beschaffen. Bis zum nächsten Mal. Hä? Echt jetzt? Es ist auch eine Mission von dem. Oh Gott, ich kotz. Es wird halt echt... Ich kotz. Ah, ein Laberstein zur Abwechslung. Yay! Ein Laberstein. Wir können wir ganz entspannen. Hallo? Die Kraft der Verachtung, der Angst und des Hasses strömt durch die pulsierenden Adern bis in die Fingerspitzen. Die Werkzeuge des Krieges sind bereit und liegen leicht im festen Griff der Handschuhe des Feienjägers. Da mal ein Schmied. Was macht denn der da? Ach Gott, was ist mit dir los? Schmiedin? Ausbilderin, sowas. Oh, wartet! Ihr werdet doch niemandem von mir erzählen, oder? Nicht, dass ich irgendetwas Unrechtes getan hätte. Natürlich. Ah, ja. Ich hatte nur nicht mehr die Willenskraft, um weiterzukämpfen. Also habe ich damit aufgehört. Zu kämpfen, meine ich. Gefreite Elia Matmür, melde mich zum Dienst. Oh... Wem will ich hier eigentlich was vormachen? Hört zu, ich hätte euch einige nützliche Fähigkeiten anzubieten, falls ihr bereit wärt, mein kleines Geheimnis für euch zu behalten. Wie wär's? Etwas Schlösser knacken für euer Schweigen oder Gold? Nehme ich an. Man sieht sich. Kann ich mir leisten. Bla bla, wurde da auf der Höhe, bla. Hallo, aufstehen. Geht noch was? Ich interessiere mich nicht für Kämpfe. Ich will mich den Reisenden anschließen. Diebstähle sind mir deutlich lieber. Wer bist du genau? Nun, ihr wisst bereits, dass ich desertiert bin. Ja. Vermutlich haltet ihr mich für einen Feigling. Und ihr liegt damit alles andere als falsch.
Es ist lächerlich, nicht wahr? Ein junges Mädchen schließt sich der Armee an, verfällt dann aber beim ersten Anblick einer Schlacht in Panik. Mhm. Ihr fragt euch vermutlich, was ich erwartet hatte. Mhm. Dasselbe frage ich mich auch. Mhm. Naja. Bald. Und tschüss. Wow, Spiel. Lecker. Ich glaube, wir müssen mal herkommen. Die Festplatte, die fragmentieren, die ist ein bisschen arg am Arsch. So, da links hätten wir im Grunde eigentlich unser primäres Ziel, aber da gehen wir noch nicht hin. Ich habe noch andere Sachen vor. So, müssen wir jetzt erst stoppen. Was möchtest du unten überhaupt? Zum Hufeld reisen. Ist es überhaupt ist es die Hauptquest? Hochmut. Ah, das ist die Hohle. Nee. Okay, ich hab grad umdisponiert spontan. Apropos, wo ist eigentlich die andere Puppe? Ach, die ist da drin. Ah ja. Ist ja perfekt. Da trifft's ja ausgezeichnet. Norden entdeckt. Seewacht. Lalalala. Und da ist nochmal Nick. Ach kommt. Jungs. Was wollt ihr mir denn heute noch antun? Ey. Können wir mal drüber reden? Brutaler Bolgan. Ja Mann, brutal. Wie ist denn wegfetzt, Junge? Brutal, hat's ihn weggefetzt, ganz brutal, weiches Krabbelpulver, schiebt das in die Hose, Alter. Ich bin gar nicht so, dass das Krabbelpulver her hat. Kopfkino. Warum leuchtet der so? Ach, weil er Blutwurz hat, okay. Denn der Kleine jetzt? Ach, wir sind in Falle gerade. Ach, du bist ein Vogel, Alter. Wer bist du? Oh, wie kann ich euch jemals danken? Was war das für ein Martyrium? Schrecklich. Was für eins? Aber erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Birn Elgar, oberster Diener des Hauses Ancilla. Was bedeutet, dass ich nun, da das Haus nicht mehr existiert, euch diene? Versteht mich nicht falsch. Ich habe den Herrn und die Herren verehrt, doch meine erste Pflicht gilt der Festung selbst, also Seewacht. Mhm, erzähl mal was über dich. Tatsächlich, Herrin. Ihr wünscht etwas über mich zu erfahren? Ja. Nun, ich bin Byrn Elgar, jener, der allein dafür lebt, auf Seewacht zu dienen. Haus Ancilla? Wo soll ich da anfangen? Nun ja... Ich habe mich schon um den jungen Lord gekümmert, bevor er zum Herrscher über all diese Ländereien wurde. Anschließend war ich Lehrmeister und Diener seines Sohnes, des jungen Meister Drehen. Ancilla war einst ein gewaltiger Name, ein gewaltiges Geschlecht. Es gibt nur noch wenige wie sie, zumindest aus der alten Ordnung, aus der Zeit, als Yosalfa und Dokkalfa noch ein Volk waren. Mhm. Warum soll ich hier bleiben? Wobei, jetzt sehen wir es über Seewacht. Diese Burg sollte ein Bollwerk gegen die Horden sein. Eine letzte Kriegsbastion gegen jegliche Angriffe. Und genau das war sie auch. Wenn auch nur theoretisch. Lord Ancilla hatte ihren Bau während seines Lebensabends in Auftrag gegeben. Und sie wurde Monate vor der Invasion durch die Bolgan fertiggestellt. Doch offenbar einige Monate zu spät. Warum soll ich hier bleiben? Ausgezeichnete Frage. Wirklich ausgezeichnet. Ist alles im Arsch hier. Das ist die Seewacht. Die legendäre Festung. Seht euch doch nur um. Vielleicht lieber doch. Nee. Noch nicht. Wie dem auch sei. Mit den nötigen Mitteln kann ich einen vernünftigen Kamin bauen. Ja, nice House. Den Garten wieder zu beleben wird eine Herausforderung. Aber ich schaffe das schon. Ja. Es wird eine Ehre sein, diesen verlorenen Saal aus der Asche aufsteigen zu lassen. Oder in diesem Fall aus dem Schutt. Ob ich weiß, ist Mensch. Auf ans Werk! Wunderbar, Herrin, wunderbar. Ihr werdet es nicht bereuen. In den Gängen von Seewacht wird wieder Fröhlichkeit herrschen. Ja.
wenn es denn jemanden gäbe, der für Fröhlichkeit sorgen könnte. Wenn ich noch einen Vorschlag machen dürfte, vielleicht könnt ihr die ehemaligen Bediensteten zur Rückkehr bewegen. Ich würde mit Conny beginnen, einer schrulligen Fein als Sag Christin, ich's nicht. Die als Gärtnerin Mann! Einen Platz im Herzen unseres Meisters erobert hatte. Conny war einzigartig, selbst unter ihresgleichen. Zuletzt haben wir die arme Kreatur gesehen, als sie von Bolgans gejagt wurde. Ich fürchte, sie wurde gefangen genommen. Oh, Conny. Ich war da erst. Sie ist oft durch die Gärten des... Ja, ist mir egal. Leck mich doch mal an, ich war doch erst bei der und wollte sie rausholen. Jetzt geht das nicht. Bams. Oh, nee, Mann. Klinge und Siegel, Geister von Seebach, Conny retten. Na oh Mann, ey, ich war doch erst bei der Troller und wollte sie da... Oh, das gibt doch nicht. Habe ich nicht gesagt, dass wir da wieder hin müssen und sie befreien? Ich glaube, jetzt bin ich absolut die Falle durch. Gott. Ich habe sechs oder noch gesagt, müssen wir da hin. Außer habe ich einen Riss in meiner Wattbahn. Jetzt weiß ich nicht, warum die Heizkosten so hoch sind. Wer ist denn das? Birn Elga? Ach, was weiß ich denn? Ach, hab ich nicht gesagt, ich bin hier wieder hin. Scheiß da. Weltkarte, da, ja, hin, weh, da sind jetzt irgendwelche Gegner respawnen, dann rasch dich aus. Wo ist Conny? Conny ist rechts lang. Du warst mal auf deinen Scheiß jetzt, Freundchen. Lass mal Conny da rausholen. Oh. Wie ich wieder recht hatte, ich hab mir schon einfach gedacht, Mann. Ey, ein bisschen irgendwo da und da hinlaufen, da ist ein paar Mal geheimer Schalter, der random gespawnt ist. Das habe ich aber auch nicht gewusst. Und dann bin ich frei. Ne? Hi. Conny. Ich weiß, ihr seid vielleicht beschäftigt. Fresse. Doch würde ich so gerne ja. Diese Seewacht. Ja, so hieß sie. Mir gefiel es dort. So viele Pflanzen zum Plaudern, so viele Sterbliche zum Beobachten. Die Tuate haben uns Diener und Berater nach ihrer Invasion vor 10 Jahren eingekerkert. Die meisten sind durch Hunger oder Krankheit verendet, die armen Seelen. Oh. Wärt ihr so gütig, den Schlüssel für diese Verliestür zu suchen? Die Einsamkeit bekommt mir nicht. Lebt wohl. Ich war da erst. Das ist halt ein Schlüssel. Mit dem Schlüssel kann man jetzt noch die andere Tür aufmachen. Von dem. Oder von dem anderen. Ist mir egal. Ich mach alle auf. Vor allem der eine hatte irgendwas. Das würde mich interessieren, was es war. Oder was. Doch, was er so bei sich trägt. Alter, ich soll euch mal Tore erfinden, Mann. Ey. Da gehen Heizkosten flöten, du. Meine Fresse. Ist ja übel. Naja. Das tut man nicht alles für seine Angestellten. Tschüss. Ich glaube, ihr Rasthaus, du. Ich kann damit nicht umgehen, ne, du? Nö. Aber gar. Oh, sind wir da? Eine Kiste. Mit Bullshit drin. Und ein Zettel. Yay, Abwechslung, wir lesen was. Gegenstände. Da fehlt zwei. Wieder einmal beweist ihr eure grenzenlose Dummheit. Ihr werdet für euren Frevel bezahlen, das schwöre ich. Nichts sollt ihr mehr fürchten als meine Vergeltung. Ihr habt meinen Zorn zum letzten Mal geweckt und nun werdet ihr samt eurer vermaledeiten Familie bezahlen. Ich würde euer Haus verfluchen, wäre es nicht durch eure schlechte Führung ohnehin schon dem Untergang geweiht. Der wahre Lord der Kellet-Wüste, Küste, Gastür. Oh, Gastür, haben wir da ein kleines Problem, ne? Regen wir sich in letzter Zeit zu weit öfter. Also ich kann dir da echt noch sagen, du solltest mal ein bisschen was anderes machen, weil das tut deinem da nicht gut. Na. Guck mal, da ist eine Kiste vom Random gespawnt, da fickt dich da ins Knie rein, du. Blöd Dreck, sagt er. Ich hätte es gewusst, als wäre das nur gestern gewesen, als er so hier gewesen wäre. Dabei war es erstmal gerade vor 20 Minuten. Wenn ihr überhaupt.
Und da habe ich alles abgeguckt. Alles. Jedes Kissli, Stolle, alles umgedreht. Und da habe ich nichts gefunden. Aber auf einmal ist er durch, wie durch den Tunnel am Ende von dem Bösch, ist auf einmal so ein Ding rausgekommen da, ne? Also das nah. Da will ich als erstes nach. Weil da war irgendwas Glitzerndes da. Und das nah, da will ich nicht allein lassen. Na. Als hätte ich das gewusst, ne? kann ich mir kein Mofa bauen oder so? Vielleicht kriege ich. Ah, ne, was hat er da geleuchtet? So, der Zettel 2. Doch nicht. Na, hat der Zettel 2. Auch nicht. Okay. Ich laufe trotzdem erstmal an Conny vorbei. Hab sie übersehen. Also genau, dreht sie so, wie raus, ich war vorbei. Dann sieh ich so, Arschloch von voll Riesen hinter der her, so. Okay, ich bleib hier drin. Das war natürlich witzig. So, aber da, warte, da war doch auch einer da. Ja, da habe ich nicht alleine geleuchtet, da haben wir recht gehabt. Hat er den Zettel? Nee, auch nicht. Sag mal, wo ist Zettel 2.0? Das ist irgendwo eine Kiste, die ich übersehen habe. Oder ist bei Conny drin? Kann auch sein. Sehen wir gleich. Müssen wir bei Conny gucken, ob die denn hat. Oder vielleicht ist bei Conny die Kiste drin. Das war natürlich auch Schlussfolgerung. Das war Duft. Das ist egal. Was verstehe ich denn schon davon? Conny! Ihr seid wahrlich eine Sterbliche nach dem Geschmack meines Meisters. Eine ja. Großzügige Seele, wie Lord Ancilla. Mhm. Wohin euer Schicksal euch auch führt, auf Seewacht seid ihr immer willkommen. Dorthin werde ich nun gehen, um die Festung für seine Rückkehr vorzubereiten. Lebt wohl und mögen eure Straßen sicher sein. Gut, und tschüss. Auf Wiedersehen. Hier ist nichts. Kein Tod oder so, aber eine Kiste und da steht Teil 2 drin. Auch nicht. Das ist mir auch scheißegal jetzt. Leck mich doch. Ja. Ja, lauf doch. Zur Birn Elga zurückkehren. Was ist denn der Typ da vorne? Nee. Ada? Nee. Ada? Ich weiß es gerade nicht. Ist egal. Auf jeden Fall. Nee, kann er nicht sein, weil sonst wäre er so goldmarkiert. Aber der will's. Hey, Arsch, hab was. Ich habe seit eurem Aufbruch nicht geschlafen. Oh. Mir gingen immer wieder die letzten Augenblicke mit Hillaret durch den Kopf. Das Kaminzimmer. Der Kuss, den sie mir gab. Gleichsam als Andenken. Ihr habt meine Familie wiederbelebt. Diese Artefakte werden den Namen Ancilla an der Kehlet-Küste erneuern. Ich muss einen würdigen Weg finden, euch zu danken. Nehmt ihr die Verdant-Kling, bitte. Ich will nicht mit Feuer und Furcht über mein neues Reich herrschen. Das Siegel ist genug. Endlich bricht ein neues Zeitalter an. Hillard, Gastür? Wir standen uns einst sehr nahe. Ich weiß nicht, was es war. Kindliche Liebe? Torheit? Oder vielleicht auch mehr? Wir wussten, es war gegen den Willen unserer Eltern, doch das kümmerte uns nicht. Ja. Lebt wohl. Wenn die Eltern Differenzen miteinander haben, ist es denn ihr Problem, nicht denen der Kinder. Ganz einfach, sieht nicht aus, so scheiß drauf. Wenn ich miteinander klarkommen. Ja, Gott, gibt Schlimmeres. Zu Hufre reisen, Weltkarte, zu meiner neuen Seewacht reisen, ja, zack, bam. Eintritt bezahlen, was? So, dann bist du mit dem Typ und dann stecken wir gleich mal 20 Trilliarden in der Arsch. Was? Ist eine Ausbildertante? Conny? Ich denke, ihr werdet feststellen, dass ich die Reagenzien in eurem Garten davon überlebt wohl. Ach, du kannst ja gar nichts beibringen. Bring die wieder zurück, Mann. Hey, Günther. Nee, ist ja Günther. Wie heißt du? Björn. Nicht zu glauben. Gefällt euch, was ich in eurer Abwesenheit erledigt habe? Nein, gefällt mir nicht. Sollten wir den alten Heiler von Seewacht finden. Erion hatte immer einen Grund. Lebt wohl. Hurriako, Springer, das nervt gerade. Udis Lager? Echt jetzt? Oh, zum Glück bin ich gleich wieder draußen. Eieieiei. Außerdem ist da immer noch ein Loch drin, Alter. Ach, das halt die Heizkosten ja nicht. Meine Fresse. Lass mal die Bude dich kriegen. Ja. Das muss dir wahrscheinlich auch kleiner irgendwas helfen. Ich sehe es kommen. Diese verfluchte hey, Homie. Hitze. Nun, ich wusste, ich würde hier in Kehlet vieles sehen. Doch die Heldin von Melsenshir.
Was führt euch so tief in den Süden? Ich bin Sergeant Odi, zweifach ausgezeichneter Offizier und heute zivile Eskorte. Man könnte sagen, ich arbeite mich in der Befehlskette nach oben. Mhm. Thank you.